Sind Sie bereit? Dann drücke ich auf Start. Sehr gut, Leo, du moderierst das. Okay, das ist schwierig, aber ich versuche es. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Wir haben ja Gott sei Dank ein bisschen Zeit. Ich würde das erstmal. Ja, ich denke, das wird die richtige Richtung. So irgendwie. Ja. Ich denke, das passt ganz gut. Immer wenn wir das jetzt noch hier so drumherum machen, das sieht wenigstens auch so aus. Jawohl. So, dann machen wir so. Oh Gott, eine Person ist komplett schon fertig. Fette Schrift. Nein. Nein, das war gut. Irgendwie so. So und so. Und dann mach mal irgendwie. Wird noch nicht besser, aber es ist egal. Es ist mir vollkommen egal. Nein, ist zu groß. Nee, ich glaube, wir machen das eher so. Warte. Irgendwie so? Kennt man nie, aber ist egal. Keine Ahnung. Ja, man muss echt eine halbe Story malen. Das ist echt schlimm. Irgendwie.
Irgendwie sowas. Ja, ach Mann. Ich denke, das geht in die Richtung. Ja, würde ich so sagen. Probieren wir das mal. Ach, also die Beine, das ist ein bisschen. Machen wir das so irgendwie. Wartet, das geht doch eigentlich ganz gut. Das kriegt man dann noch ein bisschen dunkler hin. Ah, Quatsch. Wie ist Oma? Okay, wie male ich das jetzt am besten? Boah, das wird schwer. Nee. Irgendwie so. Und jetzt? Oh Gott, der halbes Dings ist schon leer, ey. Dann machen wir das so hier. Und dann das. Die Tür ist ein bisschen klein. Wir machen es anders. Wir machen das so. Nee, wir machen das nochmal anders. Details! Details! Nein. Okay. Irgendwie so. Das sollte man eigentlich doch schon relativ erkennen. So. Dann machen wir das noch. So hier hin und nee. So.
Okay. Oh Gott, es ist gleich wieder soweit. Irgendwie so. Nein! Ja, okay. Okay. Ich denke, das passt. Nein, das könnten Leute hier nicht. So. Nein. Was will er mir hier vorschlagen? Ja, gar nicht. Super. Okay. Alles klar. Das sollte man doch eigentlich relativ okay hinbekommen. Ich versuch's. Wie macht man das am besten? Irgendwie so. Irgendwie so. Na, ich glaube, der letzte war ein bisschen viel. Das sind halt manchmal so Sachen, die kannst du dann aus dem Kopf ganz schwer malen. Die siehst du zwar jeden Tag irgendwo. Aber die sind halt trotzdem manchmal ganz schön schwer. So. Dann machen wir das am besten so. Nee, machen wir es anders. Wie war denn das? Nee, wartet. Was irgendwie? Ah, das sieht viel geiler aus. Nee, das nicht. So, wie kriege ich das am besten jetzt umgesetzt? Das ist natürlich dann immer das Nächste. Ich würde mal sagen, so, so. Und so. Und dann machen wir einfach... ja. Ist gar nicht so einfach. Aber wir versuchen es. Wir versuchen das. Nein! Ja, das ist genau das, was ich befürchtet habe. Dann probieren wir das hier so. Dann müssen wir halt noch ein bisschen nachbessern. Ja. Der letzte hat mir nicht so gefallen. Jetzt hat es geklingelt. Da hat man trotzdem immer noch mehr Zeit, als man denkt.
dann machen wir hier noch sowas hier drüber. Finde ich, das passt immer noch ganz gut. Ja, ich denke, oder? Ja, ich denke, das passt. Typ Nebenbild wirft. Ah, okay. Keine Ahnung. Das ist gar nicht so... Boah, das ist schwierig. Manche Sachen sind echt schwierig, Leute. Ich hab's gerne, wenn es einfacher ist, aber... Dann probieren wir es halt anders. Nee, falsch, andersrum. Irgendwie. Nein. Immer nie so einfach. Und ihr versuchst dann irgendwas zu malen, was du jetzt nicht so häufig siehst. Aber wir kriegen das, glaube ich, hin. Es wäre ja gelacht, wenn nicht. Wartet. Genau, wir versuchen es. Keine Ahnung. Irgendwie so. Halt. Viel zu dünn. Oh, wir machen dicker hier. Nee, Quatsch. Anders. Irgendwie so.
Okay. Ja, das ist jetzt halt, der Rest ist jetzt ein bisschen doof. Weil du das jetzt nicht mehr so großartig. Irgendwie so. Da kannst du jetzt nicht mehr viel machen. Ach Gott, scheiße. Okay. Ja. Wir schwitzen hier alle. Wir schwitzen hier alle total. Was ist das Dunkel? Ja, ich versuche das irgendwie so zu erkennen, wie ich es erkenne. Oh, habe ich ein... Ah, ich habe ein Typo. Dankeschön. Danke. Okay. Das sollten wir doch eigentlich hinbekommen. Wir versuchen es so ähnlich wie nach wie zum ersten. Ich würde mal sagen, wir machen sowas hier. Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Und dann so hier. Anders. Nein. Mir fehlt wieder so ein Müh. Oh Gott. Ach Gott. Shit. Nicht gut. Alles nochmal neu machen. Jetzt achtet echt so drauf auf diese blöden. So, jetzt gucken wir noch ein bisschen. Irgendwie so. Verliere mich schon wieder im Detail, ich weiß. Ich weiß, Leute. Okay. Lass uns irgendwie das Beste noch draus machen. Nein.
Bisschen dunkler noch. Lass mal ein bisschen. Ja, so in die Richtung. So ein bisschen mehr. So. Ich denke, das passt. Können wir das nach dem Stream machen? Ist das okay für dich, Käferchen? Ich denke auch. Oder? Mach ich hier nochmal. Nee. Okay, gut. Dann gucken wir uns das jetzt mal an. Was habe ich euch vorgegeben? Captain America ist jetzt Captain Finland. Ich bin sehr gespannt, ob das... Was Finsel hier gemacht hat. Oh nein! Oh geil! Ich liebe das. Ich liebe Leute, die mit Schatten arbeiten. Das finde ich so toll, mit Lichtverhältnissen. Sehr, sehr cool. Captain Finland? Oh Gott. Er hat die Seiten gewechselt. Oh, sehr schön. Oh, unterstrich O, sehr schön. Oh, wie cool. Ha, ihr seid nice. Unfassbar nice. Cool. Stark. Also bisher, wow. Captain America verlässt Amerika für Finnland. Yippie. Sehr cool. So, Marie darf malen. Ah, sehr schön. Was macht Mickey daraus aus der Zeichnung? Person zieht von Norwegen nach Finnland. Naja, fast. Es ist auf jeden Fall fast Norwegen. So, Kickersen. Oh, sehr schön. Aber man kann es sehr gut erkennen. Lena wandert nach Finnland aus. Ja, weil ich wohne ja aktuell in Norwegen. Das wisst ihr ja gar nicht. Also ich streame ja gar nicht aus Deutschland. Ich wohne aktuell in Norwegen und werde jetzt in Zukunft bald aus Finnland streamen, weil ich habe das mit meinen Mods unter anderem Unon besprochen. Nein, alles gut. Aber immerhin ist Finnland drin geblieben. Aber Finsel, unfassbar schön gemalt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Toll, toll, wirklich. Aber auch die anderen Zeichnungen, fantastisch, gefällt mir. Ich liebe das. Ich liebe das, ich liebe das Spiel total. Mal gucken. Was hat Finsel uns vorgegeben? Haselnuss gibt eine Walnuss, eine Kopfnuss. Oh, interessant. Was kam dann bei mir raus? Ich bin sehr gespannt. So, mein Constructor. Oh, finde ich auch toll. Das finde ich so niedlich, wie sie so hier guckt. Au. Eine harte Nuss. Ich male mit Maus, oh, fantastisch. Und mein Constructor, ein professionelles Zeichentablet. Oh, sehr cool. Ich habe mir halt auch mal überlegt, ich habe zumindest ja ein Tablet und einen Zeichenstift. Könnte man auch mal probieren, aber viele haben schon gesagt, ich darf das nicht. Oh, die ist aber sehr, sehr hart, diese Nuss. Person außerhalb des Bildbereichs wirft Hammer auf Kokainuss. Ah, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das. Typ neben dem Bild wirft. Ja, und für mich sieht der Hammer... Ihr könnt ja mal kurz raten. Für mich sieht der Hammer halt nach was Speziellem aus. Und da habe ich gedacht, das ist ein ganz bestimmter Typ, der notwendig ist, um diese Kokosnuss zu öffnen, weil die sonst niemand öffnen kann. Thor wirft seinen Hammer auf eine Kokosnuss. Ja, ich dachte halt einfach... Oh, wie cool. Mit dem Bart. Herrlich. Thor schlägt mit seinem Hammer auf eine Bowlingkugel. Jetzt wird's eine Bowlingkugel? Ich mag das, wie sich das so verschiebt. Oh je, Unon. Was hat Unon draus gemalt? Ach, sehr schön. Also, aus Haselnuss gibt eine Walnuss eine Kopfnuss. Ist geworden, Thor schlägt mit seinem Hammer auf eine Bowlingkugel. Immerhin, also ist ein sehr schöner Weg. Also kann man auf jeden Fall... Ja. Schön.
Das war sehr, eine sehr wilde Verwandlung, definitiv. Was gibt uns Mind Constructor vor? Eine Glasflasche. Einfach eine Glasflasche. Easy, oder? Ah, ihr musstet einfach nur eine Glasflasche malen. Oh, wie schön. So, was hat Mighty gemalt? Daraus gemacht. Glasflasche mit Kondenswasser am Rand. Ist krass, ne? Wie die Glasflasche jetzt schon, wie das jetzt schon mehr wird. Das finde ich toll. Oh. Viereckiger Kasten, auf dem ein umgekehrter Trichter stärkt. Stärkt. War manchmal lustig, was die aus der Sprache macht. Ah, okay. Viereckiger Kasten, auf dem ein umgekehrter Trichter. Nee, aber so rum, hässlichen, so rum ist der Trichter ja richtig rum. Der Trichter müsste ja von unten offen sein und nach oben verjüngen. Dann wäre er verkehrt rum. Aber ja, passt ganz gut. Alte, senile Taschentuchbox ist offensichtlich verwirrt. Ah, nice. Und Unan hat eine Taschentuchbox gemalt und ich habe das natürlich nicht erkannt. Drucker ist kaputt und fragt sich, was los ist. Für mich sah das aus, ich arbeite ja in einer Behörde und unsere Drucker sehen permanent so aus. Die sind komplett überfordert und wissen nicht so richtig, was die machen. Oh. Okay, also von einer Glasflasche ist halt ein Drucker geworden, der nicht weiß, was er macht. Das ist mal eine richtig krasse Verwandlung, oder? Thank you very much. Okay, next round, nächste Runde. Was gibt uns Alice vor? Buntes Einhorn ist Zuckerwattewolken. Ah, ein buntes Einhorn ist Zuckerwattewolken. Mighty macht daraus. Oh. Guckt mal, wie süß. What a fluffy Unicorn. Regenbogengepunktetes Einhorn erfreut sich an drei Softeis. Ah, okay, hier sind die Zuckerwattewolken schon zu Softeis geworden. Oh, Softeis dreimal, freu. Das ist niedlich. Ich möchte aber mal sagen, hier sind die Prompts echt wild, ja. Willkommen in meiner Community. Regenbogeneinhorn freut sich über drei Tüten Softeis. Sehr lecker. Oh, guckt mal. Ein Einhorn bestellt Eis. Finde ich, ist erstmal ganz, ganz valider Wunsch. Oh. Wie traurig es guckt. Guckt mal, wie traurig. Es steht hier vor dem Eismann und guckt ganz traurig. Unentschlossenes Einhorn will sich Eis kaufen. Nur welches? Alles gut, man erkennt doch, dass es ein Einhorn ist. Das ist das Wichtigste. Also von buntes Eishorn ist Zuckerwattewolken zu diesem Bild, finde ich, ist in Ordnung, oder? So, ja, Mighty. Erobern vor Elon Musk den Mars XD. Ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass wir das vor Elmo machen, definitiv. Eigene Kunst ist immer gesehen. Immer gern gesehen, auf jeden Fall. So. No, ich finde das so toll. Ich finde das so toll, wie Elon Musk hier im Hintergrund ist und No schreit und wir hier zusammen sozusagen den Mars erobert haben. Lena gleich größer als eigener Staat. Lord darf nicht mit. Quatsch. Es ist so schön, dass das jetzt, dass der Elon Musk so aussieht wie der Lord. Das muss ich ihm mal erzählen. Oh, hier. Ah, ich verstehe. Lena spaltet sich ab von der BRD. Deutschland? Litauen? Mensch blau. Basketball mit S. Ah, Basketball mit S. Jetzt weiß ich, wo das rauskommt. Ich verstehe. Könnte auch Bob Ross sein. Stimmt, Bob Ross hat eine ähnliche Frisur wie der Lord. Es tut mir so leid. Nein, alles gut. Es muss euch nicht leid tun. Das ist ja das Lustige an dem Spiel. Es soll ja was anderes rauskommen. Es macht ja fast gar keinen Spaß, wenn irgendwas rauskommt, was am Anfang vorgegeben wurde. Oder? Ich weiß, es ist der Sinn, aber
Es war ein Stoppschild. Oh, krass! Wie gut, Maggie! Maggie, also, wir sehen schon, wir dürfen niemals mit Maggie Spaß mit Flaggen spielen. Ah, wie cool! Guckt euch das mal an, sogar die litauische Flagge, absolut perfekt. Hätte ich tatsächlich ein bisschen überlegen müssen. Estland ist klar, Lettland ist auch klar, bei Litauen hätte ich da echt... Ich wusste die Farben, aber die Anordnung, stark. Und sie spielen auf jeden Fall. Basketballspiel Hochspannung. Ja, definitiv ist das Hochspannung. Bei mir ist dann das draus geworden. ...70-71 beim Basketball. Oh, nice, das sieht auch cool aus. Guckt mal. Stark. Finsel schwingt den selbigen auch ziemlich gut. Das ist cool. Das ist doch gar nicht so verkehrt, ne? So, was gibt uns Marie für einen Text vor? Marienkäfer ist ein Cookie-Eis. Oh, Kickerson, das ist doch super gemalt. Also bitte. Leute, könnt ihr jetzt mal bitte sagen, Kickerson hat vorher gesagt, oh, ich kann nicht malen und es ist ganz furchtbar und sowas. Marienkäfer freut sich über eine Tüte voller Kekse. Ah, jetzt weiß ich wohl, worüber das Eis verschwunden ist und die Kekse wieder da sind. Nightmare on Marienkäfer Street. Ja, es ist ein Film, der kommt demnächst raus und da kommt ein etwas verzüchteter Marienkäfer in eure Träume und bewirft euch mit Keksen. Es könnte auch ein bisschen der Lord sein, der zu Hello. Egal, wir machen jetzt hier mal weiter. Ladybug mit einem Eimer voll Schokobalz. Sehr lecker. Ich dachte, also für Maus geht das auch, oder? Ich finde das okay, oder? Rosenkäfer liebt Nüsse. AWW kleiner als 3. AWW. Oh, das ist natürlich jetzt für Finsel natürlich schwierig, weil er den Rosenkäfer als Person nicht kennt. Oh, wie süß. Guck mal, wie toll Finsel das gemalt hat. Das ist ja toll. Guck mal, Rosenkäfer, wie hübsch. Maulwurf verliebt sich in 2 Nüsse. Oh, auch toll. Och, wie schön das aussieht. Guck mal. Also, wir sind irgendwie von Marienkäfer ist ein Cookie-Eis zu Maulwurf verliebt sich in 2 Nüsse gekommen. So, wir gucken mal, was uns Kickerson gegeben hat. Getauchtes U-Boot nahe dem Meeresgrund. Okay, getauchtes U-Boot nahe dem Meeresgrund. Aha. Oh, wie süß, was für Details, Hässlichen. Guck mal, da ist ja ein Häuschen. Da ist ja ein lustiges Häuschen am Meeresgrund. Ja, wer könnte denn dort wohnen? Ich hab keine Ahnung. Sagt ihr es mir? Ein U-Boot besucht Bikini Bottom. Nice. Was hat Maggie draus gemacht? Ah, sehr cool. Guckt euch das an. Also ich hab's nicht ganz erkannt. Also ich hab's schon erkannt, aber ich dachte halt so, dass mit Bikini Bottom vielleicht manche nichts anzufangen wissen. Ich hatte Bikini Bottom tatsächlich im Hinterkopf. Aber ich habe tatsächlich was anderes draus gemacht. Eine Person besucht SpongeBob vor seinem Ananashaus. Oh, Finsel, guck mal. Eine Person. Jetzt sind wir schon bei einer Person, weil ich das U-Boot vergessen habe. Ich habe das U-Boot ausverkackt. Aber wir sind jetzt zumindest bei SpongeBob. Person mit blonden Locken feiert mit SpongeBob vor Hütte. Okay, das ist noch drin, das bin gespannt. Oh, jetzt wird's, jetzt, also, ich finde Finsel und bei Finsel und Mindy, weil siehst du halt gleich, dass die das halt öfter machen, dass die da halt richtig gut drin sind. Finsel Style ist einfach legendär, ja, gefällt mir halt auch mega. Oh mein Gott, wie cool sieht das denn aus? Guckt mal. Ist das nicht toll? Party! Lena,
macht Party mit SpongeBob Schwammkopf. Cool, auf jeden Fall freue ich mich, wenn ich auf jeden Fall bei SpongeBob unten unterwegs bin in Bikini Bottom und sehr cool. Oh ja, wie süß. So, wir sind jetzt also von getauchtes U-Boot nahe dem Meeresgrund, dass Lena und SpongeBob zusammen Party machen. Ich meine, der Weg ist zumindest nachvollziehbar. Hier ist die Geschichte zwar auch komplett, hat sich komplett verändert, aber man kann den Weg zumindest rekonstruieren im Kopf. Also man kann das zumindest verstehen. Sir Hasselhoff, was gab's von dir denn Schönes? Hamster wird von einem Mädchen aus dem Tierheim adoptiert. Oh, ja, ich weiß, was rauskommt. Oh, ja, ich glaube, jetzt kommt schon. Ich glaube, Maggie hat jetzt, oder? Ich bin gespannt. Ich fand das furchtbar schwer zu malen. Lena kann das verstehen. Ja, ich kann das verstehen. Ab und zu klappt das. Mädchen bringt Meerschweinchen ins Tierheim. Ja. Ach, ich hab Tierheim irgendwie falsch verstanden. Egal. Ich habe halt einfach keinen Käfig mehr gemalt. Ich dachte einfach in dem Moment halt nicht an Tierheim, sondern Tierarzt. Ich weiß nicht warum. Obwohl das halt eine halbe Stunde dasteht. Wenn das dann einmal falsch im Kopf so drin ist, dann ist das halt auf jeden Fall. Weinendes Mädchen bringt Meerschweinchen schnell zum Arzt. Oh! Ach, wie gut, mein Hamster. Oh nein, es ist ein Hamster geworden, obwohl es ein Meerschwein ist. Aber echt auch cool gemalt, auf jeden Fall. Hospital steht hier. Typ will schnell den Hamster ins Tal werfen. Der benutzt. Oh mein Gott, ist das geil! Oh mein Gott, mein Otze, das I nur noch ein bisschen steht und Tal und der Pfeil kommt und, oh mein Gott! That escalated quickly, very quickly, indeed. Oh mein Gott, guckt euch das an, der arme Hamster. Oh Gott. Das typische ins Klo spüren, nein. Oh Gott, oh mein Gott, guckt euch mal diesen traurigen Hamster an. Oh nein, das ist ja voll tragisch. Oh Gott, das escalated wirklich komplett quickly. Person spielt mit Hund an einem Wanderweg. Ja, jetzt haben wir es auf jeden Fall. Marie konnte gar nicht so böse denken. Marie ist unser Sonnenschein. Die hat das erstmal gleich wieder schön gemacht. Oh mein Gott, jetzt wird es komplett eskaliert. Ach, wie schön. Oh mein Gott. Hätte ich das bekommen, dann hätte ich gesagt, Son Goku richtet seinen Hund darauf ab, Dragon Balls zu finden, oder? Also, vom Hamster wird von einem Mädchen aus dem Tierheim adoptiert, richtet Son Goku seinen Hund ab, Dragon Balls zu finden. Naja, ja, Son Goku hatte halt, war halt beim Friseur, aber auf jeden Fall, oder eine Person richtet den Hund ab, die Dragon Balls zu finden. Oder, das ist doch, Leute, kommt, das ist doch ein Dragon Ball, oder? Bitte sagt mir, dass nicht nur ich dort einen Dragon Ball sehe. Bitte, 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 bitte. Im Klassenzimmer schlafende Lehrerin. Okay. Ja, das habe ich bekommen. Und ich denke da natürlich, wenn ich eine Person mit langen blonden Haaren sehe, als influenzende Person, ist man ja auch ein bisschen egozentrisch. Ne? Man sieht sich ja gerne im Mittelpunkt. Und da ich ja Mathe-Leistungskurs hatte, Lena ist im Matheunterricht eingeschlafen, habe ich das halt für mich am logischsten geschlussfolgert. Ihr kennt ja Orkhams Rasiermesser, ne? Und das liegt ja auch noch daneben. Oh, geil, Finsel. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Sehr geil. Also, finde ich absolut super. Dank. Oh, krass. Lalena ist im Matheunterricht eingebannt. Sehr cool. Wir sind noch drin. Ich meine, Lehrerin stimmt ja so halb. Also zumindest werde ich dieses Jahr meinen ADA-Schein machen. Das heißt, ich darf dann ab 2026 höchstwahrscheinlich zumindest Azubis bei uns ausbilden. Also von daher ist das ja nicht ganz verkehrt.
Zwar nicht im Klassenzimmer, sondern am Arbeitsplatz, aber... Okay. Oh, wie toll ist das auch gemalt. Guckt mal. Wir haben hier richtige Künstler unter uns und Künstlerinnen. Ich finde das toll. Ihr müsst euch überhaupt nicht verstecken. Das ist super toll gemacht. Auch richtig toller Style. Gefällt mir auch richtig schön. Lena schläft im Matheunterricht. Oh. Das ist ja auch niedlich. Schüler pennt im Matheunterricht. Ja, ich bin jetzt raus. Kickerson hat mich nicht erkannt. Kickerson konnte das gar nicht erkennen. Kickerson geht ja nur davon aus, dass ich immer aufmerksam war. Deswegen konnte das gar nicht Lena sein. Oh. Ja, also zumindest sind wir von im Klassenzimmer schlafende Lehrerin zu Schüler pennt im Matheunterricht. Also das finde ich jetzt auch gar nicht so weit weg. Ich denke, hier haben wir uns auch ziemlich gut angestellt, würde ich sagen, oder? Maggie darf nochmal. Ein Faultier bedient am Flughafenschalter ein Zebra. Ja? Ja? Ich hab da Schwierigkeiten gehabt. Das wird Finsel nie erkannt haben. Niemals. Zebra will von Tokio, London reisen, aber Faultierflugklotze. Oh, die Tiere wurden erkannt! Es wurde erkannt! Pinsel, ich bin so stolz auf dich! Oh, nice. Ist leider nur das Zebra abhanden gekommen. Flugklotze im HO. Was? Im Homeoffice? Okay, im HO. Vielleicht hat Alice versucht was... Ach, sollte eigentlich Höhenflug heißen. Ah, okay. Flugzeug landet mit Hilfe eines Fluglotsen vorm Tau. Ja, immerhin. Also gut gerettet, würde ich sagen. Das müsst ihr auch machen. Wenn ihr irgendwie was nicht erkennt oder halt sagt, boah, was ist das? Dann bringt notfalls irgendwie was Eigenes rein. Ja? Doch. Flugzeug landet mit Hilfe eines Fluglotsen vom Tower, ja. Flugzeug landet am Flughafen und wird vom Tower beobachtet. Ja, das passt. Oh, jetzt malt Kickerson. Oh, die Augen sind geil. Das gefällt mir. Ist auch ein sehr, sehr cooles Bild. Definitiv. Auch mal speichern. Leute, das hat mir super viel Spaß gemacht.